vielleicht sogar das letzte Video an unserem alten Standort. Das weiß ich aber nicht genau, aber es könnte das letzte sein, was ich wirklich drehe. Ich drehe natürlich Videos vor, es kommen natürlich nach diesem Video noch ein paar Videos, die sind aber dann nicht mehr hier gedreht. Also ich denke mal, das letzte Video, was ich hier an unserem alten Standort drehe. Und es gibt ein Update zu meiner S-Klasse. Apropos, bevor ich damit anfange, ganz wichtig, folgt mir natürlich auf Franz Simon Drift auf Instagram, Simon Motorsport für unsere Firma hier und SMN Motors. Das hat mit unserem neuen Standort zu tun, der übrigens auch hier in 41836 Hückelhoven ist. Also wir ziehen ungefähr 3 Kilometer weiter, wenn überhaupt. Ja, müsst eigentlich nur eine Abfahrt vorher abfahren. Dann seid ihr bei uns. Ne? Es gibt ein kleines Update zur S-Klasse. Und zwar, wie ihr sehen könnt, die Sonne scheint. Deswegen habe ich natürlich Bock auf Sommerräder gehabt. Selbstverständlich kommen da AMP-Forged-Räder drauf. Aber es dauert ein bisschen. Ne? Muss ich auch bestellen, konfigurieren. Dauert ein bisschen. Deswegen habe ich mir übergangsweise schon mal ein paar Räder besorgt. Natürlich in 22 Zoll, weil 22 Zoll auf der S-Klasse halt einfach geil aussieht. Ich bin gespannt mit dem Fahrkomfort, wie das sein wird. Weil viele haben gesagt, mit 22 Zoll ist der Fahrkomfort natürlich nicht mehr ganz so geil. Aber wir werden mal schauen. Optik ist super geil. Und ich würde sagen, es gibt erstmal einen klitzekleinen Cut. Was soll ich mal sagen? Nee, das war's. Genau, es gibt einen klitzekleinen Carporn. Und dann werden wir noch ein klein wenig über 2-3 andere Sachen reden. Aber apropos zu den Rädern, habe ich echt günstig von einem Kumpel von mir gekriegt. Waren auch schon gebraucht. Reifen nochmal neu gemacht. Aber es sieht optisch schon sehr, sehr gut aus. Ich denke, es wird euch gefallen. Und jetzt wird die Frage noch schwerer. Chrom lassen oder Chrom wegmachen? Schreibt in die Kommentare. Carporn ab. In voller Pracht. 22 Zoll, ne, vorne mit dem 255, 30, 22. Natürlich Michelin PS4S, man kann keine Billo-Reifen fahren. Ne? Und hinten 295, 25, 22. Wo kann man sehen? Hier. Genau. Und ich denke, das sieht ganz geil aus. Ne? So Mehrspeichenräder sehen halt einfach auf der S-Klasse extrem, extrem cool aus. Ja, wirklich extrem cool. Und ich finde, das Auto steht perfekt da. Es steht wirklich perfekt da. Die Frage ist halt nur nochmal, ne? Ich hatte ja in einer der Instagram-Stories letztens gesagt, nochmal ganz wichtig, folgt mir auf Franz Simon Drift. Da seht ihr nämlich jede Menge Sachen, die ihr hier auf YouTube nicht seht. Dass mir das ganze Chrom angelaufen ist im Winter. Leider, da sieht man es vielleicht ein bisschen. Seht ihr das? Ne? Und deswegen hatte ich halt überlegt, weil ich es eh schwarz machen wollte, ja, die ganze Geschichte dann jetzt schwarz zu machen. Aber ich finde, das sieht in Chrom trotzdem extrem gut aus. Also ich kann mich einfach absolut nicht entscheiden. Ja, könnt ihr auch, wie gesagt, mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. Halt, wie mehrfach erwähnt, ziehen wir um. Dazu gibt es noch ein separates Video. Ich habe extra weder auf Instagram noch auf Facebook noch auf YouTube Videos gezeigt von der Baustelle. Ja, weil ich halt eigentlich nur zeigen wollte, wie es aussieht, wenn es denn dann fertig ist. Ja, und jetzt noch 2 Wochen ungefähr, bis wir wirklich umziehen. Aber bis wir ganz fertig sein werden, um auch wirklich das alles so ist, wie ich es mir vorstelle, dauert das bestimmt noch 1-2 Monate. Aber ihr könnt euch uns natürlich, ich sag mal, so ab. Geschäft läuft ganz normal, ne? ganz normal weiter, so wie immer. Aber ich sag mal, für unseren Showroom, unsere Ausstellungshalle, wo halt die ganzen Fahrzeuge, die wir zu verkaufen sind, stehen werden, ja, ich sag mal so ab Mitte, Ende April, kann man da auch einfach mal schlendern kommen, einfach mal gucken kommen. Wir haben immer so 10, 12, 15 geile Kfz am Start, hauptsächlich Porsche, aber Porsche, Lambo, da hinten der R8, V10 Spider ist ein Lagerfahrzeug, da hinten der Huracan ist ein Lagerfahrzeug. Da drin steht noch jede Menge, aber ich möchte nicht alles verraten. Ne? Also, so viel dazu. Des Weiteren gibt es natürlich bald auch ein Update von meinem Drifter. Da steht jetzt eine V8 Herz drin. Das seht ihr aber in einem der nächsten Videos. Ich hoffe, das kleine Update hat euch gefallen. Ja, jetzt ist eigentlich für mich... Wer kommt da? Ne?
Ach, das ist der Aventador auf dem Prüfstand. Ja, Aventador steht gerade am Prüfstand, wird gerade eingerollt, dann kann ich nämlich gleich mal messen und mal schauen, wie viel Bums der hat. Dazu gibt es nämlich auch ein Video, Aventador S mit Leistungssteigerung, Pops and Banks, Abgasanlage und allem Pipapo. Natürlich macht die Glocke an, abonniert und ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt noch in der S-Klasse machen soll, außer halt irgendwann mal neue Räder, die kommen auf jeden Fall. Das ist halt eine Übergangsweise, obwohl es geil aussieht, aber ich weiß, sonst glaube ich, kann man da nichts mehr dran machen, was die Optik vielleicht noch verbessern könnte. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das war's von mir. Subscriben, liken, teilen und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr das Aventador-Video sehen wollt, dann solltet ihr wirklich subscriben, liken, teilen.